Seid gegrüßt, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Planet Side 2, wieder auf dem eisigen Kontinent Esamir, und es ist ein neuer Patch erschienen. Zum einen seht ihr die Änderung des Patches hier am Biolabor, ja, die, ja, ich sag mal, diese Glaskuppel ist weg, jetzt gibt es da nur noch die, sie sehen so, erinnern mich so ein bisschen an Solarpaneele, muss ich ehrlich gestehen. Oh, der war schön. Habe ich noch Zeit, mich zurückzuverziehen? Verfolgt er mich? Das ist Tactical Bisexual. Den hatten wir, glaube ich, in irgendeinem Part. Vorletzten oder letzten Part hatten wir den gekillt. Oh, komm, den kriegen wir doch nochmal, oder? Da habe ich mich doch so über den Namen lustig gemacht. Der Fuck. Der ist laggy. Aber sowas von. Komm. Nein! Wie schade. Und ja, grundsätzlich gab es einige Änderungen am Biolabor. Ich glaube aber, die meisten Änderungen waren lagen beim Ikan am Biolabor. Irgendwelche Stationspunkte wurden nach außen verlegt und keine Ahnung. Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut. Das Interessante sind ehrlich gesagt, also das Interessanteste an diesem Patch ist meiner Meinung nach auch eher, sind auch eher die neuen Implantate. Unfassbar, ne? Dass der 2 Millionen Jahre braucht, um anzuvisieren. Ich habe gerade nur die Mustang. Kann mir hier vielleicht jemand helfen? Oder wie ist das? Genau, kannst du den jetzt bitte mal killen? Wo ist denn der Typ jetzt? Da. Wenigstens ist der weg. Wenn ich sterben sollte, dann werde ich euch gleich mal zu den neuen Implantaten was vorlesen bzw. erklären. Dementsprechend habe ich auch das Spiel wieder auf Deutsch gestellt, bzw. den Client. Um zum besseren Verständnis halber, weil ich möchte es ja flüssig verstehen bzw. vorlesen. Aber erstmal schauen wir, dass wir jetzt hier noch ein bisschen was getötet bekommen. Da ist jemand rein. Kriege ich leider nicht mehr. Und ja, während wir hier so rumfliegen, werde ich mal so ein bisschen ein paar neue Leute grüßen. Jawohl. Zum einen haben wir Toby, der mich über die korrekte Aussprache des Warnow-Fliegers aufgeklärt hat. Ist eigentlich, also als es geschrieben hat, ist es mir auch wie Schuppen von den Augen gefallen, ja. Size heißt nichts anderes als Sichel, ja. Wenn ich mal so ein bisschen näher nachgedacht hätte, dann wäre es mir auch eingefallen. Und ja. Sichel, Size, korrekte Aussprache. Das war's. Der checkt überhaupt nichts. Aber ich krieg den auch, glaube ich, nicht so mit meiner Mustang. Aha, fixed down. Was ist denn das da? Achso. Das dauert zu lange. Ich nehme lieber den da. Schade. F-Bucker hatte ich angegangen. Ja, können wir einfach mal machen. Ist ja alles XP, ne? Oh. Come on, everyone. Oh, nee, sowas. Nee. Ich bin gerade in der. Hallo! Nee, das ist, wenn die jetzt da so viel labern, dann ist es wieder doch nicht so cool. Dementsprechend werde ich mal das Platoon verlassen. Ansonsten eine schöne Sache. Genau. Wen möchte ich noch grüßen? YouTube Blue Games. der fand das ganz amüsant im letzten Part. Bezüglich auf den Satz: Lasst mich durch. Nee, lasst mich Arzt, ich bin durch. Das war bewusst gewählt. Es sollte lustig rüberkommen. Und es passte so gut gerade. Aber dennoch vielen Dank, schön, dass du da bist und ja, dass du... Basi, nee, danke, den möchte ich auch nicht. Hier ist nichts, ne? Hier sind keine Leute. Oder ich übersehe sie die ganze Zeit. Wer war das? Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Powerpuff Boys. Bester Mann.
Wie alle anderen auch, natürlich. Ja, der sich... der mich hoch gelobt hat und der, glaube ich, innerhalb von einer Woche alle Parts durchgeschaut hat. Also freut mich, vielen lieben Dank. Und dann natürlich auch so ein bisschen sich gefreut hätte, wenn... wenn öfters bzw. regelmäßiger die Parts kommen würden. Ja, das ist... also, ich erkläre euch das mal. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, mich da rechtfertigen zu müssen. Ja, aber ich möchte euch einfach auch da mal einen Gefallen tun, weil letztendlich wartet ihr ja auch auf die Parts und euch gefällt das und ihr wollt natürlich mehr. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ah, fuck, ey. Um dich kümmere ich mich gleich mal. Ja, während ich hinlaufe, kann ich das mal kurz erzählen. Also, es liegt überwiegend daran, dass ich zwei Jobs habe. Zum einen bin ich stellvertretender Filialleiter und zum anderen arbeite ich selbstständig auf selbstständiger Basis als Franchise-Partner für einen Hersteller, der sich auf die, sagen wir mal, auf die individuelle Verbesserung der Lebensqualität des jeweiligen Menschen bezieht. Ja? Das heißt, ich helfe Menschen, ja, ihre individuellen gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Ist natürlich mehr so Spaß an der Freude. Ich verdiene natürlich auch was dabei, ist klar. Aber das kommt halt auch noch dazu. Und das Hauptproblem ist ehrlich gesagt, dass das in meinem primären Job im Einzelhandel, dass ich immer unterschiedliche Arbeitszeiten bzw. Arbeitswochen habe. Ich habe nie einen festen, ja, einen festen Ablauf, sage ich mal. Es kann sein, dass ich an einer Woche, sagen wir mal, Spätschicht, Frühschicht, Frühschicht frei, Spätschicht, Frühschicht etc. Und in der nächsten Woche ist es zum Beispiel frei, Spätschicht, Spätschicht, früh, frei, Spätschicht. Das ist also immer wieder was anderes halt. Ne? Dementsprechend habe ich halt nicht so die Möglichkeit, von der Regelmäßigkeit da die Parts leider rauszubringen. Das ist, ich würde es gerne machen. Ne? Ich habe es auch drin stehen, Mittwoch immer Planetzeit und Freitag Bioshock, Samstag Remember Me, Sonntag. Was wollen die mich denn alle einladen hier? Sonntag Alice Madness Returns. Und Montag, Dienstag und Donnerstag sind es halt spontane Uploads meiner Projekte. Der wurde schön getroffen. Oh, sogar ein Assist. Ich glaube, da kann ich hoch. Genau. Wie gesagt, also ich entschuldige mich an der Stelle, dass ich das jetzt gerade nicht so oft und so regelmäßig schaffe. Die Parts werden kommen, aber wie gesagt, ist... Boah. Hä? Ach da. Aber derzeit ist gerade so viel los auf Arbeit, dass ich das einfach gerade nicht regelmäßig gebacken bekomme, was mir auch sehr, sehr leid tut. Oh, der ist gut, der ist gut. Aber ich bin besser. Dankeschön. Das war aber auch gerade mehr Glück als Verstand, ey. Genau. Okay, da wir jetzt eh gestorben sind, zeige ich euch mal kurz die neuen Implantate, die sehr, sehr interessant meiner Meinung nach sind. Zum einen haben wir hier Cat-like. Senkt die Strafe fürs Duken, welche eine Reduzierung der Bewegungsgeschwindigkeit ist, um 40%. Auf der fünften Stufe eliminiert die reduzierende Bewegungsgeschwindigkeit Strafe fürs Duken um 75% und erhöht deine Sprunghöhe. Auch ganz interessant, vor allem denke ich mal für Cloaker. Integrieren, ein Kopfschuss stellt sofort 120 Schild wieder her, auf der maximalen Stufe 200 Schild und 30% der aktuellen nicht maximalen Energie. Kampfchirurg, das Töten und Wiederbeleben eines Gegners stellt 15% der Energie deines Nano-Regenerationsgeräts wieder her. Und hier sind es 30%. Kampfgestellt kennen wir, glaube ich, schon. Reduziert euch... Ja, okay. Das finde ich eigentlich total sinnlos, aber na gut. Luftstreiter, auch ganz interessant. Das Töten eines Feindes als ein Soldat der leichten Angriffseinheit stellt 12% oder mehr des Jetpack-Treibstoff basierend auf der Art wieder her. Ne?
logischerweise nur für die leichte Angriffseinheit. Luftstreiter 5 hier, 30% oder mehr des Jetpacks Treibstoffes, basierend auf der Art wieder und das Zerstören eines Fahrzeugs stellt zusätzlich 20% wieder her. Nanomesh Spezialist reduziert die Verzögerung, bevor ein leerer Überschild beginnt, sich neu aufzuladen um 50%. Hier sind es 100% und aktive Überschilde ziehen 30% langsamer ab. Ja, wenn sie nicht bewegt werden. Okay. Wenn ich mich nicht bewege, wahrscheinlich eher, ne? Nightmare 1. Das hatten wir, glaube ich, auch. Das Töten eines Feindes mit einer Nahkampfwaffe versteckt den Benutzer für eine Sekunde. Dieser Effekt wird nicht bei schnellen Nahkampfangriffen ausgelöst und die Tarnung sperrt deine Waffen oder Interaktion nicht. Während sie aktiv ist, eine Sekunde kann dir teilweise echt den Arsch retten, aber ist auch nicht die Welt, ne? Das Töten eines Feindes mit einer Nahkampfwaffe oder das Aufhalten innerhalb von 5 Metern um das Ziel versteckt den Benutzer für 2 Sekunden die Tarnung sperrt. Das ist natürlich ganz interessant, aber ich finde die mindere Tarnung ehrlich besser. Dazu kommen wir gleich. Okularer Schild. Reduziert die Dauer der Wirksamkeit der gegen dich angesetzten Erschütterungs-EMP und Blendgranaten um 50%, hatten wir es glaube ich schon. Sind es 30%. Die Benutzung eines Restaurations- oder Medkits bietet für die folgenden 5 Sekunden Immunität gegen diese Effekte, entfernt aber keine bereits angewendeten Effekte. Okay, auch sehr interessant. Robotertechniker. Das ist cool, aber auch nicht die Welt. Stationierbare Nicht-Minen-Ausrüstung, die dir innerhalb von 15 Metern gehören, erhalten eine Widerstandsfähigkeit von 10% für eingehenden Schaden, nur für Ingenieure. Hier sind es 25% Widerstandsfähigkeit für eingehenden Schaden. Das ist natürlich ganz interessant, wenn man viel mit Spitfire-Turrets arbeitet, ne? Oder auch mit sonstigen Gerät. Aber ich werde es mir nicht holen. Was haben wir hier noch? Sensorenschild. Deine Radarsignatur erscheint nicht länger auf Ortungsgeräten außerhalb von 45 Metern. Hier sind es 25 Meter. Außerhalb von 25 Meter und du wirst nicht länger jederzeit durch Thermo- und Infrarotsicht markiert. Sicherer Fall kennen wir. Tiefer Agent. Klingt ein bisschen pervers. Reduziert passiv die Sichtbarkeit deiner Tarnung um 15% nur für Spione. Reduziert passiv die Sichtbarkeit deiner Tarnung um 30%. Solltest du gesichtet werden, wirst du sofort die Minikarte nach Feinden innerhalb deines Umkreises von 20 Metern absuchen. Das ist ganz interessant, um schnell wegzukommen. Das kennen wir schon. Ja, jetzt kommen die ganz interessanten Sachen. Gegenspielnachricht. Du entdeckst automatisch Ziele, die dir Schaden zufügen und solange du dich nicht in einem Fahrzeug befindest, wird dir im HUD angezeigt, wenn du durch einen Feind gesichtet wurdest. Infrarotsicht. Während dies ausgerüstet ist, und das will ich auf jeden Fall haben, kann der Spieler die ganze Zeit die Infanterie bis zu einer Entfernung von 125 Metern markiert sehen, während die Weitsicht reduziert wird. Das ist aber trotzdem ganz geil. Auch wenn es nicht in Fahrzeugen angewendet werden kann, ist das auf jeden Fall richtig geil. Mindere Tarnung, nächstes Highlight. Solange der Benutzer still bleibt, wird er für 8 Sekunden getarnt. Jede Bewegung oder Handlung wird diese Tarnung aufheben und er kann keine Waffen abfeuern oder mit anderen Gegenständen interagieren, solange sie aktiv ist. Wenn ich jetzt natürlich jetzt so... ich finde es richtig geil, weil ich kann einfach, was weiß ich, schwere Angriffseinheit, Ingenieur, was weiß ich, ich kann da irgendwie an irgendeinem Ding stehen, ja. Das öffnet ganz neue Möglichkeiten des Campens, ja. Rückenpanzer. Dein persönlicher Schutzschild wird gegen 500 zusätzliche Energie eingetauscht. Gesundheit eingetauscht. Ausrüstung, die Schildgesundheit verbessert oder modifiziert, lässt sich nicht mit diesem Implantat anhäufen. Das kann auch ganz interessant sein, aber... Ja gut. Das sollte man dann am besten mit Regeneration 5 kombinieren. Auch sehr interessant. So, und jetzt, es geht gleich weiter. Warte mal, ich kann mir schon mal einen Flieger holen hier. Ich werde jetzt mein nächstes Ziel 750 Zertifikationspunkte zusammensparen, um mir dann so eine Deluxe-Implantatbox zu holen. Und im Übrigen gab es jetzt nicht nur die Erinnerung an den Biolaboren. Es gab jetzt nicht nur neue Implantate, sondern es laufen gerade sehr, sehr viele mit der Tengu rum. Mit der NSX Tengu. Und die möchte ich mir gerne holen. Warum? Was macht die so geil? Und zwar, warte mal, ich möchte die, glaube ich, erstmal... Nee, warte mal. Warte. Da, Tengu. Die Tengu-Maschinenpistole feuert pro Schuss 4 Kugeln ab. Die Streuung der Kugeln wird reduziert, wenn über das Visier gezielt wird. Alle Fraktionen können NS-Waffen benutzen. Also pro Schuss 4 Kugeln. Ja, das ist schon so ein halbes, was weiß ich, was ist das eigentlich?
Kann ich das mal testen? Das würde ich gerne mal testen. Das kenne ich noch gar nicht. Wo ist das Ding? Wo war das Ding denn jetzt? Da. Kann ich das einmal testen, bitte? So, haben wir, ja. Ist das die? Weiß nicht, irgendwie haut mich gerade nicht so. Teilmantel. Ja, und ich werde mir auf jeden Fall. Haben wir gewonnen? Scheiße. Ich möchte mir auf jeden Fall die Tengu holen. Ich glaube, die ist richtig geil für einen Towerfight und ich kann sie ja grundsätzlich überall nutzen. Gut, die kostet. Ach na, da 799. Bitte was? Dann gehen wir doch gleich einfach zum Sparpaket über. Ach Mann! Und zwar hier. NSX Tengu voll geladen. So. Das waren gerade 9 Euro weniger. Aber ich werde jetzt einfach mal nutzen. Das interessiert mich gerade. Weil ich glaube, die ist ziemlich heftig. Also vorhin wurde ich auf jeden Fall richtig gut damit weggemoscht. Und wir nehmen dafür mal die Razer weg. Ja. Die Razer nehmen wir weg und die NSX Tengu. Was haben wir hier? Wir haben hier die Teilmantelmunition, ja. Erhöht den maximalen Schadensausstoß einer Waffe um 5... Um 5 Meters! Da steht um 5 Meters! Reduziert aber die Projektilgeschwindigkeit um 5%. Das ist vollkommen in Ordnung, weil das ist ja anscheinend... Ihr seht ja, 57, ja. Schaden irgendwie. Das ist... Ich meine, das ist mehr so auf Close Range irgendwie zu gebrauchen, ne? So, was haben wir hier? Der Hybridlaser reduziert den Feuerkegel um 15%. Was machen wir hier? 4, ja, machen wir das mal. Schalldämpfer. Erstmal geht's austesten, das Ding. Ja, ihr seht's schon. Eieiei. 4 Q. Eieiei. Wenn das nicht reinhaut, dann weiß ich auch nicht. Wir machen auf jeden Fall den Schalldämpfer einmal. Wobei, nee, uncool. Wir wissen ja, wir haben nicht so gute Erfahrungen mit Schalldämpfern gemacht. Was haben wir hier? Machen wir das einfach mal. Wer labert da? Was haben wir hier noch? So, und jetzt haben wir natürlich hier Auswahl der einzelnen Visiere. Ich glaube, ich werde einfach mal... Ich weiß nicht, was cool ist halt, ne? Ich weiß nicht. Ich müsste, glaube ich, da ein bisschen austesten, welches Visier ich da am besten nehme. Ist das cool? Also was Dings betrifft, Visiere, da bin ich immer so unentschlossen, ne? Ich glaube... Oh Gott, Leute, was soll ich da nehmen? Es gefällt mir auch irgendwie nicht. Ach Mann, ich komme hier überhaupt nicht klar heute. Nee, wir machen jetzt einfach mal das da. So. Ja, und dann gehen wir einfach mal auf die Jagd. Wollte ich eigentlich sonst noch irgendwas erzählen? Nee, glaub nicht. Ja, wir probieren das einfach mal aus. Und wie gesagt, dann werde ich noch 750 Punkte zusammensparen, ja. Und mir dann so eine Implantatbox holen. Und ja, wir schauen mal, dass wir das jetzt irgendwo hier eingesetzt bekommen. Am besten wäre natürlich so ein Towerfight hier, ne. Aber wir probieren es mal im Biolabor da hinten. Erstmal schauen, dass wir vielleicht noch mit der Reaver ein bisschen was weggemoscht bekommen. Und dann geht's ab dafür. Ich hatte eigentlich für diesen Patch hatte ich auch gehofft, dass sie die, dass sie das mit der SOI bezüglich der des Orbital Strikes da irgendwie noch mit einführen, sodass man halt jetzt auch auf Basen feuern mit dem Orbital Strike drauf feuern kann.
Aber das ist leider noch nicht... Oh, warte mal. Jo. Das tat weh. Hast du... Oh! Da fuck! Was war das denn jetzt? Da brauche ich kurz ein bisschen Reparatur. Kann ich mich hier reparieren? Oh ja, kann ich. Kann ich, geil. Generator stabilisiert. Wunderbar. Wunderbar. Dann habe ich hier einen wunderschönen Rückzugsort und dann mache ich auch gleich mal hier einen Wegpunkt hin. So, dann schauen wir hier nochmal vorbei. Möchte hier jemand reparieren? Nee, hier möchte niemand reparieren. Wo ist denn der Sack? Irgendwo da hinten ist er. Hallöchen. Ja, weiter kann ich den jetzt nicht verfolgen, weil... zu viel Luftabwehr, meiner Meinung nach. Oh! Oh! Oh, Junge! Okay, ich glaube, ich ver... wo möchte ich eigentlich hin? Ich möchte runter. Und jetzt möchte ich natürlich weg. Ist dies gestattet? Oh, 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 oh. Wenn ich hier noch wegkomme, ne? Pass auf, Junge! Nicht feuern! Du Sack! Genau, da möchte ich hin. Alles eine knappe Geschichte hier, ne? So. Wunderbar. Schon viel besser. Da ist halt dieses scheiß AA-Geschütz, ne? Das AA-Geschütz. Wo ist denn der Typ, Mann? Krass! Ich... Hallo? Da! Irgendwo da. Jetzt kommt er natürlich nicht raus, der Asi, ne? Feiger Sack, ey. Gleich macht's wieder piep, piep, piep. Komm nicht zurück, kannst du knicken. Hier ist nichts mehr! Ach, leck mich doch, Mann. Okay, ich muss hier raus. Okay, probieren wir die Tengu aus. Boah, sobald wir das hier überleben. Ich habe hier eine 9-Euro-Waffe, ja? Voll aufgepimpt. Die muss jetzt... Da muss was gehen. Wenn da nichts geht, dann... Oh, warte mal. Hab ich was gesehen? Irgendwo hat hier gerade einer geschossen. Ah, okay. Okay. Gehen wir weiter auf die Jagd. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also... Ich fand es mit den Fenstern ehrlich gesagt schöner. Ja? Aber so lassen sich jetzt auch nicht mehr die ganze Zeit die Einheiten spotten auch von außerhalb. Ob sie damit auch ein gewisses Bugging gefixt haben, weiß ich nicht. Vielleicht auch dadurch möglich, ich habe keine Ahnung. Okay, ja, komm, locken wir sie einfach mal an. So. Und dann, wie gesagt, wir sparen auf die 750 zu. Oh Gott, erschreck mich nicht so, Mann. Das kannst du nicht tun. Wär's denn, wenn wir hier noch den Generator lahmlegen? Ein bisschen schneller, wenn es geht.
Okay. Jetzt ist da oben jemand. Ich weiß noch nicht so, was ich davon halten soll. Also irgendwie... Ja, es ist halt keine Shotgun, aber... Ja, wir probieren es weiter aus. Also schlecht ist sie ja nicht. Vielleicht hätte ich mir auch erstmal anschauen sollen, was da genau geändert wurde. Aber, wenn die jetzt schon so im Angebot ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie was schlechter gemacht wurde. Ach, ich weiß auch nicht. Wir haben sie jetzt, wir killen damit. Fertig, aus. Wir machen damit schon unsere Kills. Wir haben nur 4 Kills gemacht, ja. Ja, auch solche Tage gibt es. Vielleicht können wir jetzt hier das ein bisschen ändern. Okay. Uncool. Was ist denn? Oh. Wie kommt der denn? Nein, 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 nein! Wie kommt der denn da hoch? Wie hat er das denn geschafft? Ich bin gerade total irritiert. Wie hat er das denn jetzt geschafft? Er hat auch die NS... Ah, das war mega knapp. Es war mega knapp. Er hat auch die NSX Tengu. Also damit laufen gerade derzeit sehr, sehr viele rum. Achso, warte mal. Vielleicht sollte ich das erst nochmal... NSX Tengu. Nein. Tengu. So. Speichern. Sieht optisch eigentlich auch ganz cool aus. Gefällt mir schon. Macht was her. Ich glaube, ich muss einfach nur noch besser damit umgehen. Achso. Komplett falsch hier. Wieder. Sehr geil. Oh Leute, wie komme ich denn jetzt nochmal dahin, ey? Oh, ist mir zu doof. Ich fahre da jetzt hin. Hallo. Ich fahr da jetzt hin, wa? So. Tobt auch irgendwo die Hütte da hinten links. Okay. Das ist ja weniger das Problem hier. Aha! Aha! Warte, den Penner schnappen wir uns. So, C4 ist gezückt. Schießt allerdings in die Richtung, ja, das heißt... Fuck, Mann. Ich muss von der anderen Seite kommen. So, du Sackgesicht. Verzeihung. Wahnsinn! Jetzt kill ihn doch! Oh, alter Vater. Ja, ich habe ihn gerade auf die letzten Meter nicht getroffen. Was? Wir sind auf Platz 1? Der Fuck. Warum bin ich auf Platz 1? Ich habe keinen Plan. Ich glaube immer noch, dass die NSX Tengu immer sehr geil ist. Also noch sehr geil ist grundsätzlich. Ich glaube, mir fehlt einfach nur noch das Handling dafür. Ich kann mir sie mir aber sehr gut bei Air Towern vorstellen, dass sie da sehr gut zur Verwendung kommen könnte. Okay, das ist ein scheiß Mine. Oh Gott, oh Gott. Oh, leck mich doch. Hm.
Da. 5, 6. Also wir hatten schon mal in der Zeit ein paar mehr Kills, möchte ich meinen. So. Ich finde auch gerade hier noch nicht so richtig den... Ist auch kein Sunny hier, ne? Ist hier hinten jemand? Oh Gott. Oh Mann, die sind ja echt überall. Ich weiß nicht, wie ich da am besten angreifen soll. Das ist ja furchtbar. Ja, okay. Ich probiere mal. Ich probiere mal was anderes. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber... Ich bin auch frohen Mutes, ja. So. Ist einfach, ist, hier sind auch überall Sensoren, ne? Du hast hier null Ruhe. Hier unser Romanian TR. Eieiei. Aufgeladen. Noch kein Plan, wie er da hinkommt. Nein. Ich bleib jetzt hier. Ich bleib jetzt hier. Oh, perfekt. Oh, perfekt. So, jetzt brauche ich nur... Jetzt muss ich eigentlich nur noch warten, ne? Oh, hier sind... Hammer. Scheiße, ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Ich sehe den auch nicht durch die Scheiße. Wunderbar. Er ist gerade etwas verzweifelt, ne? Ich sehe die nicht, ne? Ich müsste eigentlich nach dem Platz wechseln, aber ich habe echt Angst, dass ich dann runterfalle. Die sind überall Cloaker, ne? Ich höre sie die ganze Zeit. Da ist einer. Irgendwie klemme ich da oben auch fest. So. Okay, das war cool. Jetzt wieder halt nur den Gegner finden. Das ist die nächste Sache, ne? Irgendwer... Irgendwer feuert hier. Ich höre es die ganze Zeit, aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe auch nichts auf der Karte, ne? Da ist einer. Also auch auf die Entfernung ist das ganz in Ordnung. Drüben. Hier ist doch irgendwo einer, oder? Ah! Oh. Verdammt! Aber das war ganz vernünftig. Ich möchte meinen, das war doch ganz vernünftig. Interessante Waffe.
interessante Waffe. Sie kommt mir... Ich weiß nicht, ist sie zu schwach? Eigentlich nicht, ne? Sie verzieht auch nicht so krass, das finde ich auch ganz cool. Da ist er. Nein, 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 nein. Es wäre so cool gewesen. Aber das war es nicht. In der Nähe befindet sich ein feindlicher Spion. Ach Mensch. Es wäre so schön gewesen. Da beschimpft er mich noch mit armseliger Vorstellung, wo ich ihn vorhin zweimal gekillt habe. Ich weiß gar nicht, was er will. Ja, ich... Nur wo? Okay, da ist schon mal einer. Schutzschildgenerator kritisch. Da ist einer. Boah, Wahnsinn, ey. Ich hole mir gleich die Bruiser und dann ist ja Feierabend. Ich verstehe auch nicht, wie er erhöht die Sprunghöhe. Kann er denn... Ich muss gleich mal auf sein Implantat achten, wie er da einfach raufkommt. Das finde ich ja so interessant. Ach Mann, da wollte ich doch gar nicht hin. Shit. Ach Mann. Aber leck mich doch. Ich will doch jetzt gar nicht... Ach Mann. Der haut mir echt ziemlich die Salven um die Ohren. Das gebe ich ja zu. Sag mal! Hey! Was geht denn hier? Ich bin gerade schwer im Überlegen, ob ich 9 Euro für rausgehauen habe irgendwie. Einfach in den Sand gesetzt. Oder nicht. Ich kann es noch nicht einschätzen. Aber erstmal muss ich mich nochmal um den Cloaker da hinten kümmern. Dicke, ey. Ja, genau, jetzt kriege ich hier schon wieder was auf dem Deckel. War irgendwo eine Mine, ne? Genau, genau, genau. So, erstmal wieder regenerieren. Mal von der anderen Seite. Nicht hier unbedingt, aber vielleicht von hier. Und schon wieder sieht er mich, bevor ich ihn sehe. Vielleicht habe ich den jetzt gekillt. Kurz regenerieren. Da gucke ich mal um die Ecke, wa? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da gucke ich mal ganz dreist um die Ecke und was sehe ich? Oh, dann ist der Slave mit nur 5% HP. Ah. Wo ist denn jetzt der Sack hin, ey?
ist einer. Und schon wieder hat mich jemand... Ey, das ist ja echt eklig da oben. Wie sollen wir denn sowas töten? Okay. Die Arme ist futsch. Grauenhaft. Wir probieren es mal wieder in die Bäume. Wenn wir das Leben schaffen sollten. Er sieht mich, ne? Er sieht mich. Er sieht mich. Ich komme hier nirgendwo hin. Das ist ja das Geile. Wir sind ja überall. Ich weiß nicht, wie ich da, wie ich das packen soll. Ist ja ganz cool hier. Aber wir sind einfach zu wenige Leute. Das ist einfach komplett umzingelt. Warte mal, wir können ja hier hoch. Man muss hier keinen Schritt raus tun, ne? Ja, übertreib jetzt nicht mit der Sprunghöhe, danke. So. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht kriegen wir die jetzt von hinten. Und irgendwer ballert die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob dem langweilig ist, diese Sensoren hier raus. So. Da. Der steht da die ganze Zeit und ballert sich fröhlich einen ab. Schutzschildgenerator kritisch. Aber erstmal finden die Saftnase. So, komm da jetzt hoch, Alter, und bleib da stehen, Mann. So, das ist schon mal die erste Hürde. Ich finde den Typ nicht, der hier die ganze Zeit rumballert. Ich höre es die ganze Zeit schieben und schieben, was weiß ich. Oh, lass mich hier hoch. Okay, was machst du denn hier? Es ist nicht feierlich, ne? Es ist nicht mehr feierlich. Ich weiß nicht, wie er die ganze Zeit da hochkommt. Ich check das nicht. Krasser Typ, ey. Diese Sprunghöhe ist so übertrieben, ey. Hab einen feindlichen Sanitäter gesehen. Okay, Hammer. So. Ich glaube, ich muss einfach nur noch lernen, mit dieser Waffe umzugehen. That's all is. Generator zerstört. So, jetzt lass mich da. Alter, bitte hoch, Mann. Jeep, Jeep. Ich höre es die ganze Zeit. Sowas regt mich auf, ne? Da ist er. Jetzt falle ich da wieder runter. Ich werde bescheuert.
Oh Mann, ey. Es ist schon wieder so ein Tag. Ein Tag des Grauens. Ich möchte, dass ich hier irgendwie was gekillt bekomme. Das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich 9 Euro für das Ding ausgegeben und jetzt muss ich doch mal ein bisschen was damit töten. Ja, irgendwie, also ich weiß nicht, also irgendwie, keine Ahnung. Ich krieg den schon irgendwann noch. Aber jetzt weiß ich ungefähr, wie er da hochgekommen ist. Von welcher Stelle aus. Was soll ich denn da noch machen, ey? Ich gebe mir so viel Mühe. Ich krieg hier nichts getötet mit der Waffe irgendwie. Ne? Ich weiß nicht, ob ich einfach zu dumm bin zum Zielen. Ich habe keine Ahnung. So, das muss jetzt doch hier mal was... Irgendwie muss das jetzt hier mal klappen. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, ne? Echt faxendicke. So, echt Schnauze voll hier. So, den haben wir. Und das war's auch schon. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so bedingt an der Teilmantelmunition liegt. Geschossgeschwindigkeit wird ja verringert, aber auf die kurze Entfernung ist das ja eigentlich egal, ne? Ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie einen Kilometer weit fliegt oder so. Ich sehe den Typ jetzt auch nicht mehr, ne? Ich bin ja so auf der Jagd nach dem. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr so nicht gesehen. Also das war jetzt der... Das war jetzt der Oberfail schlechthin, dass ich jeden Schuss mit der Waffe da daneben gesetzt habe. Sowas darf ich eigentlich niemandem zeigen. Das ist... Ey, ich baller drauf. Es fehlt auch immer nur so ein Millimeter, ne? Habt ihr es gesehen? Es fehlt nur immer so ein Millimeter. Um den... Bis er stirbt, ne? Also das ist der Oberknaller. Ich mache jetzt einfach mal, ich probiere mal was anderes. Ach Quatsch. Nee, nicht das. Ah. Probier's mal damit. Vielleicht habe ich damit mehr Glück. Ich glaube zwar nicht, aber. Fuck off. Öl, mir gerade noch eine Granate hingeschmissen. Okay. Faxendicke. Ich kann auch anders. Ein letzter Run mit der Max-Unit. Und dann muss ich auch schon Feierabend machen. So, letzter Run hier. Ich beginne mit den Reparaturen. Ah.
Tengu, ey. Mann, Mann, Mann. Jetzt krieg ich sogar nicht mal hier was. Danke. Ups. Leute, ohne Scheiß, repariert mich jetzt. Ohne Mist, Mann. Ey, die kommen von hinten, von oben, von überall. Wie soll ich denn da irgendwie was... Ey, nee, ey, das ist ja... Ich könnte nur noch meckern, ne? Bin nur noch am Meckern. So. Jackhammer, nächster Versuch. Kann ja nicht sein, ey. An Tagen wie diesen, ne? Jetzt krieg ich nicht mal mehr den. Ich versemmle hier gerade alles, ne? Was ist hier los? Warum krieg ich hier nichts mehr? Das ist ja furchtbar heute. Was für ein furchtbarer Tag. Okay, ich probiere es mal ohne kommentieren. So, das war heute ein sehr schöner, wunderschöner Tag. Es war ein Spielerlebnis vor dem Herrn. Es hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Ich war so konzentriert und hochmotiviert, dass ich gar nicht mehr aus meinem Killstreak rauskam. Also, krasse Scheiße, sage ich euch. Ja, es war einfach heute nicht mein Tag. Es tut mir leid, es kommen wieder bessere Tage. Irgendwie ist heute Wurm drin gewesen. Und ja, mit der Tengu muss ich mich da auch irgendwie noch anfreunden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Also, sie ist ganz cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, fehlt es ihr in gewisser Weise an der Durchschlagskraft. Ich habe da draufgeballert, das Schild war noch da vom Terran, das war schon immer noch da, hat immer noch aufgeleuchtet und ich baller raus, wie nichts Gutes. Ne? Ich weiß nicht auch, ich weiß keiner, ich weiß nicht, was da los ist, aber vielleicht motiviert ihr mich ja mit ein paar schönen Kommentaren und ja, muttert mich so ein bisschen auf, das würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es dann wieder heißt Let's Play Planet Side 2 mit der NSX Tengu, dem Scheißding, ey. Haut rein, ciao.